Hallo ihr Lieben, wir sind hier in Schottland und wir haben hier unterwegs einfach mal angehalten und in der Natur wild die Blaubeeren gefunden. Und es ist wirklich sehr schön, hier kann man viele, wenn man Glück hat, in Schottland Blaubeeren finden. Und die sind wirklich ganz natürlich und wir zeigen euch das jetzt, wie wir hier die finden und pflücken. Also lasst uns losgehen. Paul ist schon da oben. Die Blaubeeren, die heißen ja auf Englisch Blueberries, aber diese hier, diese Blaubeeren, die heißen Playberries. Hier seht ihr, wo die wachsen. Das hier ist Peat, das ist auf Deutsch, glaube ich, Torf. Und mit dem Boden oder so kann man da auch Feuer machen. Jedenfalls, das ist nicht die Blaubeerenpflanze, es ist diese Pflanze hier. Und hier könnt ihr die pflücken. Lecker. Hier sind noch mehr. Die wachsen da so zwischendurch. Da muss man wirklich dann noch suchen. So, jetzt lasst uns mal da hochgehen zum Paul. Hier sind noch Brennnesseln. Wenn ihr die obersten Blätter nehmt, die kann man wirklich so essen, roh. Muss halt nur aufpassen, ne, dass man mit sich nicht sticht, so mit den Brennnesseln. Aber auf alle Fälle, die obersten Blätter sind meist nicht so schlimm. Seht es, so sehen die aus, die Blaubeeren, der Blaubeerbaum, die Blaubeerpflanze. Und die muss man wirklich innen drin suchen. I think we're a bit late for them. Yeah. We're not doing bad. We're doing good. So here, you just look here. Hier seht ihr, ist wieder einer. There you go. See, there's them all. There's loads of them. Und da, so viele haben wir bisher gepflückt. Aber jedenfalls seht ihr hier, meine Hände sind ganz rot. Da muss man eben aufpassen mit dem Blaubeerenpflücken. So, wie gesagt, sehr lecker. Kann man so essen. Und ja, ist recht schön hier, das so in der Natur zu suchen, weil man kann ja auch derzeit nicht großartig vieles anderes machen. Das war's. Wir haben erfolgreich Blaubeeren hier mal gefunden.